Das bisschen rumgetestet hat mich jetzt fast getötet übrigens, by the way. Vielleicht soll ich hier mal kurz nach einem Herz farmen. La 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 la. So. Ja, Monka S. Schon, ja. So, hier, frisst das. Hört auf, auszuweichen. Okay, geil, der eine ist tot. Hab nicht wirklich was gebracht, die kaputt zu hauen. Ich könnte nach oben gehen, ich könnte nach Westen gehen. Ich muss theoretisch beides, aber ich gehe jetzt erstmal nach Westen. Hey, diese Szene kenne ich auch. Also diese Stelle hier, die war, habe ich in einem Awesome-Song, glaube ich, verwendet. Bei Dake. Also als Dake gesungen hat über Hase W. Wo wir beim Hase W wären. Aua. Einfach weggeschlitzt, die Kollegen. Sie und seine Neugier. Ja, ne? Ich meine... So findet man Sachen in Videospielen heraus. Einfach mal ausprobieren. Man wird schon nicht zu hart gepunished. Ich bin gerade fast dafür gestorben, aber ich habe auch 4 oder 5 Mal auf das Ding eingeschlagen. Insofern... Passt das schon? Hier kann ich auch wieder nach oben. Und hier nach Süden. Doch, da geht's nicht weiter. Ich werde sowieso bestimmt bald schon dieses Sprungding kriegen. Keine Ahnung. Oh, guck mal. Ich bin Ricky. Der Spindelsumpf ist quasi mein Hinterhof. Gehst du nach Süden, dann um die Ecke und dann wieder nach oben. Nach oben. Und dann bist du dort. Aber ohne meine Handschuhe rühre ich mich hier nicht vom Fleck. Ein Typ namens Boxos hat sie mir nach einem verlorenen Match abgenommen. Alles klar. Also erstmal Handschuhe wieder zurückholen. La 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 la. Ricky das Känguru. Komme ich mit meinem Boomerang da dran? Oh, die kommen auf jeden Fall hier rüber. Na. Nett, wirklich. So. Was ist denn hier? Weit östlich, die versunkene Stadt. Immer noch. Es ist sehr weit. Suche eine Reitmöglichkeit. Lalalala. Oh ja, wo bin ich denn hier gelandet? Die hauen mich weg. Und ich mache ihnen fast keinen Schaden. Erstmal speichern. Ich glaube, ich gehe erstmal den anderen Weg, da den wir noch hatten. Da war ja noch einer. Lalalala. Oh, Living on the Edge, Leute, ich brauche ein Herz! Ein Herz! Komm, du... Ding. Dankeschön. Ah, sehr schön. Und schon geht's mir besser. Ah, wieder. Duftkerne, ihr Geruch lockt Monster an. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Wahrscheinlich rennen die dann dahin oder so. Nehme ich mal stark an. Ein Herz für Sui, ja! Das nehme ich gerne, Leute. Ein Herz für Sui finde ich gut. Das bin nämlich ich. Aua. Und Schmachkerzen, aua. So. Ja, jetzt wurde ich hier wieder fast weggeschnetzelt. Von den Viechern. Aber Leute, wisst ihr was? Ein Herz... Box... Ah, unten geht's zur Boxbox, okay. Wer ist denn mit ein Herz für den Chat? Das hättet ihr doch auch verdient. Jedenfalls meistens. Wow. So, hier, kriegt eins von... Ich muss ganz kurz gucken, ob da Gegner waren. So, deswegen kriegt ihr jetzt auch eins. Hier, bitteschön. Bitteschön, macht damit was auch immer ihr wollt. Kann ich dir einsperren in Gläser bestimmt. Hey, Boxox. Oh Gott. Ich glaube, von dem möchte ich mir was abknüpfen. Du bist ein Herzloser, deswegen such deiner Herzen. Holt die Schlüsselschwerter. Kingdom Hearts anspielen, die ich leider nicht verstehe, weil ich es nie gespielt habe. Man nennt mich Bockpfoff. Die Bockflegende. Du wirfst Waff auf die Nuff, dann steig für den Ring. Fett, du 100, 10 Rubine. Nein, ich habe keine 10 Rubine. Du faffst nicht genug Rubine. Wirf mich wohl verfaukelt. Shit, Mann. Ich hätte die Arztrechnung nicht übernehmen sollen. Warte mal, ich muss kurz deinen Vorgarten hier plündern. Lalalala. Warte mal, das die Dinger. Das Problem ist, die Ananas sind nerven, weil die, das sind so Rubinteile. Mal kurz, ob ich die Ananas irgendwie wegkriege, ohne das Ding aus Versehen kaputt zu machen.
Was bleibt es weg? Das ist doof. Dann grabe ich, glaube ich, mal ein bisschen nach Zeug. Okay. Dann grab ich mal. Meine relativ gute Stuff. Hier, ein Rubin. Wahnsinn. Ich glaube, das werde ich bei Herz in Zukunft einfach auch so. Oh ja, sehr schön. Das Problem ist, wahrscheinlich muss ich immer wieder 10 zahlen und ich habe das Gefühl, ich werde das nicht auf Anhieb schaffen. Weil ich erstmal verstehen muss, was ich machen muss. Sie und Jan sind zerschritten. Ja, wir sind immer zerschritten. Wir hassen uns eigentlich. Aber warum sind wir jetzt schon wieder zerschritten? Huch. Hey, Hexe. Das ist ein guter, ziemlich guter Spot hier. Tatsächlich. Bam. Ach, mein ganzer Kram ist mir runtergefallen. Okay, ja, komm. So. Aha, jetzt tust du dir leid, aber ich habe mehr als... Also, ich habe mehr Geld als vorher, das ist wichtig. Also, never mind. Man nennt mich Bockwurf. Okay, ja. Haja, haja, du wirst Feen. Herr Fu, wir liefern uns einen Flakabtauf. Bitte auf einer auf den Ring fliegt. Ohne Tricks. Wenn du die Regeln brichst, kostet dich das die nächste Runde. 20 Rubine und keine Ringe. Nur die Fäuste, kapiert? Nur die Fäuste? Aber ich hab grad das... Oh. Bist du fertig? Los, mach vor. Alter, ich kann wirklich boxen. Aber irgendwie... Ich kann nicht nah rangehen. Er macht mir Schaden. Okay, ich könnte theoretisch was auswählen. Ich möchte das Kraftarmband ausrüsten. Nee, darf ich nicht. Okay. Miewe Form, wer trainiert dich? Hä, nochmal? Hab nicht genug Rubine. Okay, dann wieder, dann weitermachen. Okay, habe ich nicht verstanden. Jetzt hab keinen Schaden gemacht. Du Cheater. Ja, ist so, aber... Kann man ja mal ausprobieren, wa? Direkt das Match abbrechen. Ja, Hauke, wie wär's da, wenn du mich trotzdem einfach mal ausprobieren lässt? Man kann nie wissen. So, das Vieh ist wieder da vor allem. Aber jetzt... Hier kommt... Oder spuckst du keine Rubine? Doch, der spuckt Rubine aus. Da-da-da-da-da-da. Oder doch nicht? Ich dachte, das wäre so ein Rubinspucker-Gegner, aber... Oder muss ich dich jetzt schlagen? Okay, er hat einen großen Rubin gedroppt, immerhin. Okay, dann nochmal. Ja, 20 Rubine, weil ich ein Cheater bin. Keine Ringe, hat er gesagt. Treffe ich überhaupt? Okay, ich habe scheinbar doch getroffen. Das sah gerade nämlich, das hast du nämlich nicht so als Treffer gedeutet. Naja, ich habe verloren. Deine Freunde finden im Goldclair. Du bist ein neuer Fan. Hier, die finden für dich. Rikis Handschuhe. Okay, Leute, haben wir. Ja, das war doch mal was. Lal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 a. So, jetzt können wir auch dem armen Känguru seinen Stuff wiedergeben. Sui, du Tier! Einfach rasiert den armen Kollegen. So, ja, nochmal schön durchgehen, nochmal voll heilen. Der helle Wahnsinn. Wo war der denn überhaupt hier oben, ne? Nee. Der war hier und dann oben. Ich hab was für dich. Ich bin Ricky. Der Spindelsumpf ist quasi mein Hinterhof. Gehst du aus? Ja, 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 ja. Kennen wir schon. Ein Typ namens Bock. Ja, ja. Hier, ich hab doch was für dich. Das ist bei der Handschuhe. Du bringst sie mir zurück. Vielen Dank.
Wie könnte ich mich erkenntlich zeigen? Ich hab's. Auf zum Spindelsumpf. Komm in meinen Beutel. Drücke A, um zu schlagen, oder lade meine Kraft über einen Tornado auf. Oh, krass. Ich kann sogar über Löcher und Felsen springen. Geil. Okay, Leute. Ich weiß, ich soll da unten hin, aber ich bin schon neugierig zu wissen, was da oben ist. Ich glaube, da kann ich auch drüber springen dann. Okay, das muss ich noch merken. Da sind richtig krasse Gegner. So, hier kannst du auch rüber springen, ja? Habe ich gehört. Oh, okay. Das ist wohl etwas zu krass. Okay, ganz so hohe Löcher kann er wohl doch nicht überspringen. Schade. Aber es war wert, mal ausprobiert zu werden. Gehst du auf ein Loch zu, springe ich rüber. Einfach, Leute, also der Kinderspiel. Probier es mal. Okay, ein Feld breit also. I see. Get in the back, Link. Stimmt, ne? Alter, einfach die Blumen kaputt boxen, Leute. So sieht's aus. Kann ich mal bitte einen Get in the back, Link bekommen? Kann ich die bekommen? Alter, ich kann sogar die kaputt hauen. Isolierte Handschuhe, Leute. Ein Traum wird wahr. Einfach Klume kaputt boxen. Nee, dafür sind die Klume, dafür sind die Blumen hier nicht Killer genug. Das ist auch schon cool so. Kann ich die Bäume auch kaputt boxen? Nein. Kann ich das lesen? Nein, Känguru kann ich lesen. In die Tasche, Link! Ach, schön. Danke, Leute. Kann ich hier rein? Nö. Wo bin ich überhaupt gerade? Okay, wir müssen nach Nordosten. Dann gehe ich nämlich erstmal hier unten. Okay, never mind. Okay, never mind. Da gibt es nichts her. Ein Felsen wie dieser ist nur ein Hüpfer. Ich springe, wenn du mich darauf zubewegst. Probier es mal. Let's go. Krass, also hochspringen kann er auf jeden Fall. Da wären wir. Der Spindelsumpf ist gleich dort oben. Ich gehe nach Hause. Leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Dort kannst du mich wieder treffen. Bis dann. Geil, nochmal schön posen, Leute. Ja, nice. Auch wenn ich schon geneigt bin, jetzt nochmal runterzulaufen. Ich mach das auch. Wenn ich das Känguru nochmal holen muss, dann, ja, habe ich ja Pech gehabt. Aber ich will gucken, was es hier noch so gibt. Vielleicht kann ich damit ja auch die Löcher zumachen. Nö, kann ich nicht. Okay. Aber wir können jetzt in das Haus hier rein. Und ich kann das Schild lesen. Ist das heiß? Selbst... Was? Selbst mein Ver... selbst mein wertes Erholungsbad verschafft mir keine Linderung. Ich brauche etwas... was Grausiges, das mir kalte Schauer über den Rücken jagt. Hier mal vor die Tür. Oh je, diese Puppe. Ihr Anblick lässt mein Blut gefrieren. Ich sag ja, ich mach die Sidequest, ohne zu wissen, wo ich hin muss. Gib sie mir. Okay. Braver Junge, da, nimm dieser hervorragende Eisenkessel. Okay. Wie geschaffen für heiße Süppchen. Wie geschaffen für heiße Süppchen, also. Es ist immer gut, dass ich nochmal da hingegangen bin. Gut. Verdammt, die Reichweite von dem Schwert ist zu krass einfach. Spindelsumpf, Abkürzung. So, ich brauche nochmal Mr. Känguru. Gut, ja, aber nur das. Komme ich überhaupt wieder zurück? Okay, ja, da ist jetzt ein... Da ist jetzt ein Loch, da musst du rein. Okay, da war wieder eine Feder drin. Scheint immer eine Feder drin zu sein oder so. Link wird jetzt Suppenkoch. Ja, das ist der Vorreiter für Breath of the Wild, Leute. Der Link aus Breath of the Wild, der braucht den Kessel, nämlich damit er wunderschön seinen Stuff machen kann. Damit er kochen kann. Lalalala. Dieser Pool verwirrt mich so. Da muss doch ein Geheimnis sein. Weiß ich nicht. Gerade spontan nichts entdeckt. Aber ich bin noch nicht in den Sumpf reingegangen. So, auf zum Spindelsumpf. Wir haben einen neuen Ort, den wir aufsuchen müssen. Okay, ich dachte schon, der kommt tatsächlich noch komplett mit. Da, da. Der Kessel-Teaser. Ich dachte nur, weibliche Kängurus haben Beutel. Keine Ahnung. Würde Sinn ergeben.
So, wo bin ich hier? Tarm, Ruinen, Spindelsumpf. Also auf zu den Ruinen. Wobei, da komme ich vielleicht wieder zu diesen mega starken... Ha. Wir führen Schatzkarten. Horon-Shop. Okay. Dann gehen wir doch erstmal zum Sumpf, habe ich gehört. So ganz spontan. So ganz, ganz spontan. Was haben wir denn hier? Du hältst Pegasus-Kerne. Sie verleihen dir das Tempo des sagenhaften Pferdes. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. AKA, ich kann rennen oder was? Alter, das werden immer mehr hier. Und jetzt? Ach so. Und wann hört das auf, wenn ich anhalte? Oder irgendwo gegenstoße? Oder wenn ich den Raum durchquert habe? Scheinbar, wenn ich den Raum durchquert habe. Okay, das scheint einfach nur so ein bisschen... damit man schneller reisen kann, Stuff zu sein. Nur, ist ja nicht verkehrt, ne? Vielleicht braucht man es ja irgendwann nochmal für eine Quest oder so. Mein Geheimnis ist ein Opening von Detective Conan. Im Sommer lesen, wenn die Ranken wuchern. Okay. Geheimnisworte, da war das Wort wieder. Die Speedrun-Items. Hey, guck mal da hinten. Hey, Typ, wach mal auf. Hier, wach auf. Spiel die Flöte. Dein Lied verhallt. Schade. Das müssen die PlayStation-Tasten. Ja, die berühmten, der berühmte PlayStation-Zauber von Kamek, ne? Wir kennen ihn alle. War der eigentlich wirklich daran angelehnt, absichtlich? Oder warte mal, was ist überhaupt, wie alt ist die PlayStation überhaupt? Wow, ein ganzer Rubin. Das ist ja der Wahnsinn, Mann. Du willst in den Sumpf? Ein Jammer, dass ich den Schlüssel verlegt habe. Du hast den Schlüssel verlegt. Was ein Arsch, Leute. Dafür werfen wir jetzt so einen Krug an den Kopf. Oh, oder auch nicht, weil ich ihn einfach fallen lasse. Oh, ja. Hey, ich habe was gefunden. Den Schleusenschlüssel. Nun kannst du die Schleusentore öffnen. Ach, da, so hatte ich ihn deponiert. Damit kannst du das Schleusentor öffnen. Du erreichst das Schleusenloch über die Pfütze dort draußen. Okay. Und hier haben wir erstmal noch hier nochmal so einen Dude. Schön im Klo. Lecker. Blaue Frucht verleiht Flügel. Verleiht hohe Geschwindigkeit. Lass mich raten, damit kann ich über Wasser laufen? Kann ich damit über Wasser laufen? Wenn er das schon so sagt. Oder bin ich einfach nur schnell genug jetzt? Ich versuch's mal. Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Kann ich es normal irgendwie schieben? Achso, okay. Alles klar. Gehen wir eben kurz da oben zurück hier. Ist kein Badewasser anstatt dem Klo, ich weiß nicht. Könnte beides sein. Also ich würde mir lieber vorstellen, dass es das Badewasser ist, aber... Ich bin nicht sicher. Habt ihr den Typen mal gesehen? So. Frage ist, was ist jetzt da draußen noch? Da war ja auch noch ein Weg quasi. Oh shit, meine Lebensenergie. Hat sich ja ziemlich dem Ende geneigt. Kurzzeitig. Hier das schön seichtes Wasser. Secret Alert, ne? Flop. Wo komme ich hier eigentlich jetzt raus? So, die mache ich einfach direkt kaputt, weil die gefühlt irgendwie trotzdem nichts bringen. Weil sie sollen einfach nur verarschen. Badewasser, bitte Badewasser, ja, ne? Hey Leute, Strop! Okay, da oben war, glaube ich, der Eingang zum Tempel. Da war jedenfalls etwas, was so aussah, als könnte es der Eingang zu einem Tempel sein. Bam, bam, badabam, badabam. Ach ja, was willst du? Teile mir meine Weisheit. Südlich des Schleusentors ist ein seltsamer Wirbel, der in eine andere Welt führt. Nun habe ich dir die Ausrufe gegeben. Also kaufe etwas. Ein Schild für 50 Rubine. Ich habe schon ein Schild. Dann hau ab. Naja, vielleicht ist es cleverste, mir erst die Info zu geben und dann nach der Bezahlung zu fragen. Oder beziehungsweise anzudeuten, dass man einen hat. So, hier kann man einen Gascha kehren. Ja, rein damit. Natürlich ist es eine Toilette. Plopp. Und rein damit. Schon bin ich instinktiv den richtigen Weg gegangen, weil hier eh nur eine Sackgasse gewesen wäre, beziehungsweise ich gar nicht wirklich weitergekommen wäre vorher. Von wann ist diese Aufzeichnung?
Was? Hast du gerade? Weiß nicht. Keine Ahnung. Leute, von wann ist denn diese Aufzeichnung hier, die ja gerade abgespielt wird? Dieses VOD. Es ist, wie ich Sokra es vorhergesehen habe. Eine weitere Kraft der Jahreszeiten wird benötigt. Das bedeutet, du musst eine Verbindung zum subrosianischen Grund finden und zum Tempel der Jahreszeiten gehen. 2003, natürlich. Du musst eine Verbindung zum subrosianischen Grund finden. Okay. Von morgen. Okay, da ist der Dungeon scheinbar. Dann gehen wir weiter. Also muss ich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder in dieses, in diesen Ort gehen. Das ist das erste... das erste Let's Play vor dem ersten Let's Play. Wäre aber ziemlich traurig, wenn sich meine Qualität in meinem zweiten Let's Play dann, also dem richtigen ersten Let's Play, dann so heftig reduziert hat. Aber vielleicht war es einfach nur zum Trollen. Wer weiß das schon so genau, Leute? Vielleicht ist es ja wirklich gar nicht live und ich rate einfach nur, was ihr so schreibt. Und um es dann vorzulesen. Fragen über Fragen. Ich krieg langsam Hunger, das ist nicht gut. Hiernach werde ich erstmal schön was snacken, Leute. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So, aber jetzt gehe ich trotzdem erstmal nach links, weil da bin ich noch gar nicht lang gegangen. Die Aufzeichnung ist von 2019, aber das hier ist wie eine Instant-Videokassette, da man das Let's Play schon gucken kann, bevor es fertig ist. Ah, das ist es. Richtig, richtig praktisch hier. Fox, um deine Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten. Das ist keine Aufzeichnung, das ist live. Das passiert gerade jetzt in diesem Moment. Deswegen konnte ich deine Nachricht auch direkt vorlesen. Verstehen Sie? Didi. So, was kann ich hier machen? Kommt da jetzt ein fetter Schneehaufen, der mir den Weg öffnet? Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Wahrscheinlich muss ich den Sommer freispielen in den Sub-Dingen-Star, ihr wisst schon. Damit ich quasi Ranken erzeugen kann. Das wurde ja eben schon so ein bisschen geteased. Ein ganz kleines bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Der Suyin Discord ist eigentlich auch nur eine Aufzeichnung von 2003. Richtig. Alles in der Aufzeichnung, Leute. Die Karte ist schon relativ viel aufgedeckt irgendwie so. Gut, das ist halt auch nur ein Gameboy-Spiel. Quie, gib mir diese Banane! Der große Bobble blieb Frühlingsbananen. Oink, sei ein braves Kind und gib sie mir, ansonsten geht es dir an den Kragen. Nup, 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 nup. Oink hat sie aufgegessen, schnappt ihn. Aua. Alter, einfach eine richtige Arschbombe. Quie, quie, er hat mich gefangen, dafür rächen wir uns. Gefangen? Hi. Ich bin Benny. Als sie meine Banane haben wollten, habe ich mich total erschrocken. Nicht die Banane, Leute. Sind sie okay? Ich mache mir nämlich Sorgen. Oh oh. Bevor wir es vergessen, jetzt gibt es Rache. Seid bereit, alle beide. Oh nein, Gegner. Ist es vorbei, Quiek? Wir haben versagt. Das kommt nicht noch mal vor. Rückzug, Quiek. Danke, dass du mir geholfen hast. Sag mir deinen Namen. Marcel, ich habe es mir gemerkt. Wenn du magst, helfe ich dir. Wenn du deine seltsame Flöte höre... Oh, eil dich dir zur Hilfe. Ach, noch eine seltsame Flöte? Okay. Spiele sie, um Benny herbeizurufen. Du kannst überall auf mir hinreiten. Überall auf mir hinreiten. Drücke mir einfach A, um zu schweben oder halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Ach so, okay. Du-du-du-du. Okay, I see. Na gut, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet, aber krass. Hier ist Benny, Leute. Gut, dass wir alles eingefroren haben. Die Frage ist, können wir damit vielleicht oben zu dem Dungeon hin? Ich weiß es nicht. Zirora mit der 2-Euro-Spende. Diese Spende ist übrigens auch von 2003. Alter, Zirora wusste es damals schon. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Schwierig, auf diese Weise kannst du Gräben überqueren. Kann der auch angreifen? Achso, ich kann ihn... wie kann ich dich wieder... So, dankeschön. Benutzen, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh, shit. Okay, da muss ich aufpassen.